Der cleverste und brillanteste Mann unserer Zeit, was für ein Vakuum er doch hinterlässt und wie sehr er vermisst werden wird, das schreibt heute Roger Taylor, Bandmitglied von Queen, auf seiner Homepage. Oder Iggy Pop, der mit ihm lange in Berlin gelebt hat, Lust for Life, die Lust aufs Leben, The Passenger, ging daraus hervor, er war das Licht meines Lebens, der Beste, den es je gab, schreibt Iggy Pop. David Bowie also ist tot, aber er lebt mit seinem Wirken und mit seinen Werken natürlich weiter. Noch vor 3 Tagen, letzten Freitag, haben wir hier in der ZIP24 über ihn berichtet. An seinem 69. Geburtstag hat er sein neues Album Black Star herausgebracht, aber keine Interviews gegeben. Heute wissen wir, warum. Schon 2 Tage später, also gestern Sonntag, ist David Bowie an Krebs gestorben. Er hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Glamrocker, New Wave, Held, Disco-Innovator. Die Bandbreite von David Bowie war immens und doch trug immer alles seine Handschrift. Die Nachricht vom Tod der Ikone rief weltweit Bestürzung hervor. Verehrer des Musikers kommen aus allen Altersgruppen. Bowies Werk hat Generationen von Musikern fasziniert und geprägt. Mein Vater hat mir eine Kassette überspielt und gesagt, hör das an, das ist tolle Musik. Ich muss mich nicht lange überzeugen. Popmusik gibt es in der Form nicht ohne David Bowie. Ich empfinde keinerlei Loyalität gegenüber irgendeiner Musikrichtung. Ich halte mich weder für einen Blues- noch für einen Folkmusiker und fühle mich auch keiner anderen künstlerischen Ausdrucksform verpflichtet. Stiltreue erscheint mir keine Notwendigkeit. Die hehre Idee des Puristen ist nicht Teil meiner Identität. Visionär wirkt auch das jüngste Video von David Bowie. Hat er seinen Tod damit zelebriert? In Anbetracht seines Werkes wäre das nur konsequent. Einmal magst du Funk mehr und einfach magst du Noise mehr und einmal magst du wieder Techno. Aber ich soll sagen, immer war es wichtig zu schauen, was der David Bowie macht. Weil was immer er machte, es macht dir vielleicht im Moment nicht gut gefallen, aber es war auf alle Fälle wichtig. Ich begrüße bei mir im Studio die beiden Musikauskenner Patrick Pulsinger, Musikproduzent selbst, und Klaus Dotzler von unserer ORF Musikredaktion. Ihr hat David Bowie sogar aus seinem Tod ein Kunstwerk gemacht? Schaut so aus, zumindest ist es so, dass er bis zum Schluss offensichtlich das machen konnte, was er am meisten geliebt hat. Das ist Musik und sich zu inszenieren. Und es ist eigentlich so traurig, wie das natürlich ist, dass er gestorben ist, aber es ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man bis zum Schluss fähig ist, eigentlich seine Arbeit zu machen. Und ich glaube, er war jemand, der immer sehr darauf geschaut hat, dass wirklich jede Facette seines Schaffens einfach sehr genau dem entspricht, was er möchte. Du hast noch am Freitag darüber berichtet, also haben wir das Album vorgestellt, Blackstar vorgestellt. Niemand wusste, dass er Krebs hat erstens und vor allem natürlich auch, dass er in 2 Tagen sterben wird. Geht, weil er sich so zurückgezogen gehabt hat, eine Zeit lang. Hat er aus seinem Tod jetzt auch noch eine Zelebrierung gemacht, ein Kunstwerk gemacht, und was sagt das über ihn aus? Er war nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern ein sehr gescheiter Mann. Und der hat halt ein Gesamtkunstwerk weitergetragen. Der hat sicher zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass er stirbt. Das hat das irgendwie gefeiert. Aber passt es in sein gesamtes Leben, am Schluss dann auch noch das Riesending zu machen? Es ist konsequent gewesen. Gefühlt, wenn man jetzt so heute den Tag ein bisschen verfolgt hat, trauert die ganze Welt. Also es gibt eigentlich niemanden, der das kalt lässt, hat man zumindest den Eindruck. Also jung, alt, Frau, Mann, USA, Europa, China, wo auch immer. Warum ist das so? Welche Ausnahme macht diesen Künstler zum Ausnahmekünstler? David Bowie hat die Avantgarde oder den Underground immer mit dem Mainstream, mit dem Pop verbinden können. Das konnte sonst fast niemand. Das heißt, die Leute haben neue Dinge gehört und mochten sie auf einmal. Die waren nicht gelangweilt, das habe ich schon so oft gehört, sondern man hat gesagt, spannend, was der Bowie daraus macht oder was kann man daraus lernen. Auch, dass ihm alles wurscht war? Also, dass er nicht loyal war zu irgendeiner Musikrichtung? Macht das aus? Oder? Ich glaube, das ist nicht ganz so gemeint. Ich glaube, dass er ein Suchender, ein Neugieriger war, der immer gesagt hat, ich muss da jetzt nicht bicken bleiben. Ich probiere das aus, schau, was ich damit machen kann oder was das mit mir macht. Und dann war es auch schon, dann ist er
neugierig gewesen, ein anderes Genre auszuprobieren und hat immer große Qualität damit geschafft. Was hat das in diesen Ausnahmekünstler gemacht? Ich glaube, es war die Fähigkeit, immer die richtigen Leute zu kennen, auch die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu treffen, ob das jetzt in Berlin war mit Brian Eno gemeinsam oder dann auch später mit Nile Rodgers, wie er dann in den 80er Jahren dann plötzlich wirklich full-on Popmusik gemacht hat, was auch eigentlich ja seine, ich glaube, finanziell erfolgreichste Phase war. Also ich bin erst in den 80er Jahren, in den Bowie der 80er Jahre erst eingestiegen. Also kenne jetzt sozusagen die Sachen vorher erst dann später. Aber wenn man sich sein ganzes Werk anschaut, dann sieht man, dass er eigentlich immer präsent war und vor allem immer relevant war. Also er war ja erst den Trends nie nachgelaufen, sondern er hat sie einfach immer auch mitgemacht. Und ich glaube, er war sich auch sehr sicher, dass die Art und Weise, wie er Musik präsentiert, genauso wichtig war wie die Musik selbst. Und man sieht zum Beispiel auch, dass die ganzen Filmmusik-Sachen, die er gemacht hat, von Kinder vom Bahnhof Zoo in den 70er Jahren bis hin dann zu Lost Highway zum Beispiel, das war ihm sehr, sehr wichtig, dass die visuelle Komponente und die Musik da ja, eine Einheit bilden. Aber du sagst, eingestiegen bis in den 80ern. Mhm. Jetzt hat ja jeder so seinen David Bowie, also wenn man jetzt nicht gerade 20 ist, so seinen David Bowie-Moment oder die David Bowie-Geschichte, die erste Trennung, die erste Liebe, der erste Walkman, also das Ding mit der Kassette für alle jüngeren Zuschauer. Wann sind Sie David Bowie begegnet? Der Walkman, ganz persönlich. Ja, der Walkman war schon recht wichtig, weil ich bin Kind der 80er Jahre. Und ich glaube, es war wirklich jetzt das Album Let's Dance, was einfach auch von der Produktion her, das kann man sich heute noch anhören, es ist ein wunderschön gemachtes Album, es ist nicht nur gut geschrieben, die Nummern, sondern es ist auch wirklich auf der Höhe der Zeit damals produziert. Und ich glaube, es war einfach so dieser Grad aus modernem Production-Style und dann aber trotzdem eigentlich relativ traditionellem Songwriting, was das Album einfach so zeitlos macht. Und für mich war es Let's Dance mit den Singles, China Girl, großartige Nummer, wunderschönes Video auch. Die erste Begegnung von Klaus Dotzler mit David Bowie? Wann, wie, wo, warum? Ich habe in den Teenagerjahren ja eher so rockige, erdige Rockmusik gehört. Und dann kam David Bowie und das hat mich doch so total gekriegt sofort. Ne? Da war die Kunstfigur des Ziggy Stardust und ich mir dachte, arg, so kann man mit Theatralik oder mit Musical-ähnlichen Ideen umgehen. Für mich war das total anständig und wieder erdig, aber auf einer Metaebene. Und mit Songs von Ziggy Stardust wie Five Years oder Rock'n'Roll Suicide habe ich eigentlich mein Englisch verbessert. Du hast David Bowie ja auch interviewt, einige Male. Ich habe ihn dreimal getroffen. Wie war er so? Also so als Mensch, soweit man das halt in seinem Interview mal reflektieren kann. Es ist schwer zu sagen, er ist ein extrem professioneller, sehr, sehr höflicher Mensch, ein Sir. Er hat aber auch sehr viel Herzlichkeit in den Interviews, die ich gemacht habe, versprüht. Er hat zum Beispiel, was man nie ein Musiker vorher danach gesagt hat, nach dem Interview gesagt, danke für das Interview, weil da waren Fragen dabei für mich. Da habe ich auch was gelernt, das habe ich noch nie gehört. Danke. Finde ich nett, muss er nicht sagen. Zum Beispiel? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich war so perplex, sie haben mich gefreut. Okay. Jetzt melden sich ganz viele Berühmtheiten zu Wort, also berühmte Musiker zu Wort, die mit ihm zusammengearbeitet haben oder auch nicht. Von den Stones bis Lenny Kravitz und sogar Madonna hat sich zu Wort gemeldet und getwittert. Und alle sagen, es würde sie, deren Musik so überhaupt nicht geben, wenn es David Bowie nicht gegeben hätte. Überhaupt würde es die Popmusik so, wie es heute gibt, diese Musik, nicht geben. Hm. Stimmt das so? Wie groß ist nach wie vor wahrscheinlich der Einfluss von David Bowie auf die Popmusik? Wenn man über so einen langen Zeitraum so intensiv wirkt wie er, also das 40 Jahre, über 40 Jahre eigentlich immer wieder präsent ist. Wir haben vorhin gesprochen, das ist ja nicht eine Karriere, sondern es sind ja mehrere Karrieren mit ihren Aufstiegen, Zeniten und Niedergängen. Also in den 70er Jahren war der schon mal der König der Welt, bevor er dann in den 80er Jahren noch mal sehr erfolgreich wurde. Und dann später in den 90er Jahren wieder von einer völlig anderen Gruppe von Musikliebhabern entdeckt worden ist. Also ich glaube, Künstlerinnen oder Künstler von diesem Format hinterlassen immer so eine Lücke. Und, aber er hat ja auch Hänger gehabt. Das ist ja auch. Ja, aber das er hat ist ja auch, selber gesagt, er hat da ganz, ganz schlechte Lieder geschrieben, die Popmusik ging aber weiter. Ja, das mag schon sein, aber er ist trotzdem immer wieder zurückgekommen und er wusste immer, was sozusagen, was angesagt war. Also man hat nie den Eindruck gehabt, das ist jetzt jemand, der zurückbleibt, aber man kann auch mal ein schlechtes Lied schreiben, dann wird das nächste umso besser. Also ich glaube, dass man so von außen vielleicht als Hänger sieht, dass es vielleicht auch Phasen waren, wo er einfach wieder gesucht hat und wieder etwas Neues gefunden hat, was ihn einfach kickt. Ne? Aber er selber gesagt hat, er hat da eine Zeit lang wirklich schlechte Musik gemacht, was es umso größer macht. Jetzt sagen viele, ist heute ein großes Thema auch gewesen, er hat erst den Weg von Madonna, um ihm nicht Unrecht zu tun, sogar von Lady Gaga geebnet. Inwiefern?
Naja, er hat von vielen Musikern, die sehr bekannt sind oder die Kult sind, wahrscheinlich den Weg geebnet. Also zum Beispiel Alice Cooper mit seinem Schockrock oder was später Marilyn Manson gemacht hat, die Art von Maskierung, das ist schon sehr von David Bowie beeinflusst. Oder die Art, wie Madonna bei Ray of Light auf damals undergroundige, kultige Elektronikmusiker und Produzenten zurückgegriffen hat und dann ein Mainstream-Superwerk geschaffen hat. Das hat der Bowie so oft schon gemacht. Also. Was für ein Vakuum er doch hinterlässt und wie sehr er vermisst werden wird, sagt Roger Taylor oder schreibt Roger Taylor heute. Wie sehr wird er denn vermisst werden? Ich weiß nicht, ob man das so einfach sagen kann. Vielleicht wird man das irgendwie später merken. Ich glaube, dass David Bowie so eine Art Leitfigur war, dass er vielleicht immer gewartet haben, was macht er jetzt? Oder was hat er entdeckt? Sollte ich mich damit auch befassen? Und dann wird man irgendwo schon merken, dass das abgeht. Was werden wir in 20 Jahren von David Bowie noch hören? Die eher oberflächlichen Menschen werden sich noch daran erinnern, wie er lustig angezogen war. Und die anderen werden sagen, das war ganz interessant, wie viele verschiedene Musikarten er zu nostalgischen Hits gemacht hat. Sachen, die man vorher gar nicht gehört hat. Also das wird schon bekannt sein. Plattenspieler feiert ein Revival, vielleicht kommt der Walkman dann auch wieder. Was bleibt, glauben Sie, von David Bowie? Er hat ja viel gemacht. Also er war ja auch Theatermacher, er war ja auch Maler. Also er war ja, hatte ja unterschiedliche Interessen. Und wer weiß, ich meine, jetzt, wenn es keine neuen Platten oder keine neuen Platten mehr zu entdecken gibt, entdeckt man ihn vielleicht als Maler. Kann auch möglich sein. Ich glaube einfach, dass jemand mit seinem großen Oeuvre einfach immer interessant sein wird für Generationen. Und heutzutage gibt es ja alles Digitale available. Das heißt, man kann zu jeder Zeit eigentlich mal einen schönen David Bowie-Abend machen. Und ich glaube, das werden jetzt einige Leute machen in nächster Andy Zeit. Andy Warhol, der Popmusik war ja eh schon oder wird eh schon bezeichnet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den beiden. Sehr gerne. Für den Besuch im Studio. Dankeschön. So, wo sind meine Zuschauer?